In diesem Video geht es um die Aufbereitung von Daten für die Berichtserstellung aus einem Phased Array Scan, der mit Isonic Geräten, Phased Array Geräten vorgenommen wurde. Solche Dateien beinhalten alle Rohdaten und die Rohdaten können natürlich auf verschiedene Art und Weise ausgewertet werden und dann kann man daraus einen entsprechenden Bericht erstellen. Und wie man da vorgeht, das will ich hier in dem Beispiel mal zeigen. Wir haben hier also so einen Scan, der alle Rohdaten beinhaltet. Ich schalte hier ein paar Dinge mal aus, dass man sieht, wie das eigentlich aussieht, wenn der übliche Scan zum ersten Mal geladen wird. Das sieht dann so aus, dass wir hier oben die Draufsicht haben, hier die Seitenansicht, dazwischen das Grüne beschreibt die Ankoppelkontrolle. Es war also immer eine gute Ankoppelung während des gesamten Scans vorhanden. Und ich kann jetzt hier mit dem Cursor hier rüberfahren und sehe dann unten jeweils das Schnittbild an der jeweiligen Position. Ich suche mir jetzt mal eine Position aus, das mache ich mit Markieren im C-Bild. Ja, ich suche mir jetzt die Position zum Beispiel aus von dem Reflektor. Ja, der steht jetzt hier fest, der Cursor. So, jetzt habe ich also hier das Schnittbild dazu an dieser Position. Wenn ich jetzt den Reflektor hier auswerten will, dann kann ich das tun, indem ich hier im B-Scan praktisch einen Cursor, einen Winkel, sogenannten Winkelcursor aussuche, der hier mir eine rote Linie zeigt. Diese rote Linie beinhaltet also den Schallverlauf und einen bestimmten Winkel. Und genau das entspricht diesem A-Bild. Und diese Amplitude, die höchste Amplitude hier, ist halt der Reflektor, der hier ermittelt wurde. So, jetzt könnten wir sagen, okay, wir nehmen diese erste Auswertung mal als Basisreport sozusagen. Und das machen wir wie folgt, indem man hier über Datei, Druck nach Word, einen Gesamtbericht erstellt. Hier wird dann ein bestimmter Link gezeigt. Ich kann jetzt hier natürlich einen Ordner neu erstellen. Jetzt für mein Projekt. Ich nenne das jetzt mal Projekt 1. So, das ist also jetzt mein Ordner, in dem jetzt alle zugehörigen Auswertungen, also Dokumente und so weiter, gespeichert werden zu diesem Scan. Diesen ersten Scan oder diese erste Auswertung ist eine Art Basisreport, der alle Basisinformationen enthält. Also nenne ich das mal Basisreport. So, der ist jetzt abgelegt. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, hier noch weitere Auswertungen zu machen. Ich will hier mal einige Dinge zeigen. Ich kann zum Beispiel hier erstmal die Verstärkungskorrektur auch mit dokumentieren. Ist ja auch wichtig, denn die Verstärkungskorrektur zeigt mir, inwieweit die Amplitudenhöhen angepasst worden sind, entsprechend der Einschallwinkel. Wichtig zu wissen, wichtig zu dokumentieren. Das dokumentiere ich jetzt mal. Das dokumentiere ich mal hier als Verstärkungskorrektur. Verstärkungskorrektur. So, also das ist hier dokumentiert. Die Dateien beinhalten, also diese Datei würde jetzt beinhalten einmal diese Darstellung, also diese Grafik und dann halt auch eine Tabelle dazu.
Ja, das ist praktisch abgelegt in diesem Dokument. Das werden wir später noch sehen. So, als nächstes kann ich auch jetzt eine Fehlerliste erstellen lassen. Das mache ich mal so. Wenn ich das jetzt aufrufe, dann sieht man hier eine Fehlerliste. Es wurden 5 Reflektoren praktisch ermittelt. Das System hat automatisch Fehler zusammengefasst. Wenn also Fehler nah beieinander liegen, so wie hier beim Fehler 3 zum Beispiel das der Fall ist, werden die als ein Fehler deklariert und ausgemessen. Sie sehen, man sieht hier Boxen. Die Boxen entsprechend werden dann entsprechend vermessen in Länge, Höhe, Breite und so weiter. Wir haben hier also jetzt 5 Reflektoren, wobei einige davon Geometriereflektoren sein könnten oder auch sind. Zum Beispiel 1 ist definitiv ein durchgehender Reflektor an einer Seite, den man also auch hier wieder sehen kann. Das ist also aus der Decklage, kann man hier erkennen. So, was kann ich hier tun? Ich kann einmal das Ganze auch wieder dokumentieren. Druck alles ist die Funktion dafür und wieder Export nach Dokumentation. Und jetzt schreibe ich hier Fehlerliste. Und damit habe ich hier unter meinem Projekt 1 die Fehlerliste abgespeichert. Nun kann ich aber auch einige Auswertungen machen. Ich nehme mal den Fehler 4 und kann den jetzt mal in 3D mir anschauen. Da wähle ich dann mal eine schöne Ansicht und nehmen wir mal die hier. Und auch das kann ich natürlich dokumentieren. Und auch hier wieder Druck nach Word. Das ist jetzt der Fehler 3 in 3D. Wird abgelegt. So sieht das aus. Fehler 3 in 3D. Kann ich das natürlich auch mal mit anderen machen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich nehme den Fehler 4 und will den mal sehen. Oder besser mal als Beispiel jetzt den Fehler 1, der, wo man da in 3D halt auch eindeutig sieht, dass es hier eine Geometrieanzeige ist. Das sieht man also hier über die gesamte Länge kommt da eine Reflexion. So kann man sich das also auswählen, wie man will. Das nenne ich jetzt mal Reflektor 1. So sieht das aus. So, das war jetzt die Fehlerliste. Was kann ich noch tun? Ich kann also verschiedene Filterungen vornehmen und so weiter. Das sind alles Dinge, die in einem anderen Video erklärt werden, wo es um die Nachbearbeitung generell geht, welche Funktionalität da vorliegt. Ich mache mal eine Messung hier, eine Messung einer Fehlerlänge. Zum Beispiel jetzt die Länge hier dieses Reflektors. Und das kann ich jetzt auch wieder dokumentieren. Hier unten sieht man die Messdaten, ja, also Delta L 22,6, das ist dann die Länge. LG steht für grüne Linie und LR für rote Linie. So kann ich die Längen ausmessen, natürlich auch die Breite und die Höhe. Jetzt belassen wir es mal bei diesem Beispiel. Und hier kann ich jetzt einen Druck nach Word machen, entweder nur Grafiken oder auch wieder Gesamtbericht. In dem Fall, wo wir schon einen Gesamtbericht haben, mache ich jetzt mal nur Grafik. Also und sag jetzt Längenmessung Fehler 3. So, damit habe ich auch das dokumentiert. Und jetzt kann ich noch im 3D-Bild auch noch fabrizieren. Nehmen wir mal an, ich will jetzt nur mal den Teil hier hinten sehen. Das ist mal ganz andere Anzeige. Ja,
kann mir das ganze Teil natürlich auch anzeigen lassen, aber jetzt haben wir mal einen Ausschnitt gewählt. Da sieht das so aus. Sieht man sehr schön halt den Reflektor hier oben. Auch wieder Geometrieecho und das ist halt ein Fehlerecho in dem. Ja, nehmen wir mal so. Wieder Druck nach Word. Und das ist jetzt nochmal Fehler 4 in 3D. Oder Reflektor 4, wie man will. So, das sieht dann so aus. Und jetzt wollen wir uns mal die Daten anschauen, die ich jetzt in den einzelnen Dokumenten abgelegt habe. Dazu lade ich die Dokumente in Word. Hier haben wir Word. Und da will ich einfach jetzt mal diese Datei oder diesen Ordner öffnen. Hier haben wir den Ordner. Da ist der Basisreport und die anderen Reports. Schauen wir mal an, wie der Basisreport aussieht. Und da sieht man hier, das ist mal ein bisschen breiter. Er besteht aus mehreren Seiten. Machen wir die Bearbeitungsansicht aus 4 Seiten. Auf der ersten Seite sind alle Einstellparameter dargestellt oder aufgelistet. Auch die Geometriedaten und eingestellter Sprungabstand. Übrigens kann dieser Gesamtreport schon als ein einzelner Report auch ausgedruckt werden und dann nur noch hier handschriftlich vervollkommnet werden und dann kann man den so verwenden. Man kann natürlich auch die einzelnen Komponenten hier rauskopieren, mit Copy und Paste dann seinen eigenen Report oder in sein eigenes Template einladen oder einkopieren. So, das ist die zweite Seite. Hier sieht man Endansicht und das ist auch, wie man sieht, ein Bitmap, also ein Bild. Und auch hier, das ist ein Bild, das man auch mit Copy und Paste einfügen kann. Und man sieht hier, hatten wir ja den Cursor. Der Cursor bedingt hier das Schnittbild. So sieht das Schnittbild aus an der Cursorposition. Und genau da hatten wir ja auch den Winkelcursor, der dann hier das A-Bild erzeugt mit den einzelnen Messdaten. Also hier wurde zum Beispiel dieser Reflektor unter 48 Grad mit der höchsten Amplitude gefunden. Hier sind noch andere Daten, wie die Blende eingestellt ist, ob man einen Filter verwendet hat oder nicht. Dann geht es darum, auf der nächsten Seite, wie die Schweißnaht aussieht. Also alle Schweißnahtparameter und auch die Parameter für die Schweißnahtvorbereitung. Und auf der letzten Seite sieht man dann die Zuordnung der Farben zu den entsprechenden Amplitudenhöhen. Wobei man hier wissen muss, dass wir ja eine Duck-Kurve verwendet haben. Die Nullposition, die angegeben ist, ist praktisch die Duck-Kurve. Alle Reflektoren, die da drunter liegen, kommen in dieser entsprechenden Farbe bis minus 6 dB. Alle, die da drüber liegen, kommen in dieser entsprechenden Farbe bis plus 6 dB und größer. Also 6 dB wird schon mit schwarzer Farbe angezeigt und größer natürlich auch. Was hier rechts an Farbe vorhanden ist, bei minus 6 dB, ist auch die Hintergrundfarbe für den ja, für die Darstellung. Ja, das zeige ich nochmal hier. Das ist also die Hintergrundfarbe. Ergibt sich praktisch hier raus. So dass man also im Grunde genommen durch die Farbe bereits eine Zuordnung in etwa hat zu den entsprechenden Fehlern. Wichtig, das mit zu dokumentieren. Okay, jetzt will ich mal die nächsten Dateien öffnen dazu.
Wir waren hier im Projekt 1, jetzt der Fehler 3D. Was beinhaltet diese Darstellung oder dieses Dokument? Da sieht man, das ist also nur das Bild unter 3D. Ja, Fehler 3, 3D. Das ist auch wieder ein Bild, das man mit Copy und Paste natürlich in sein Template übertragen kann. So. Ja, ebenso kann ich natürlich auch noch wieder andere öffnen. Hier 3D, das ist 4D gewesen. Das ist die andere Darstellung gewesen, ja, von dem Fehler 4, der Reflektor 4, genau der. Und dann vielleicht noch die Fehlerliste. Die Fehlerliste beinhaltet jetzt hier alle diese Fehler in der Draufsicht, in der Seitenansicht. Und das Dokument wollen wir bearbeiten. Jetzt kann man dieses natürlich auch zum Beispiel, wenn man es überträgt, größer machen. Ne? Das ist natürlich kein Problem. Das sind Bitmaps, die man auch in der Größe verändern kann. Und hier ist die Fehlerliste aufgeführt mit allen Daten. Und natürlich muss man auch hier wieder die zugehörige Farbskala mit dokumentieren. Und nun nochmal eine Längenmessung. Die Längenmessung, die wir hier gemacht haben, war ja hier im Inspektionsbericht auch einmal vollzogen worden. Und da sieht man auch hier wieder alle Daten. Hier sieht man auch die den Messbereich oder den Bereich, der vermessen wurde. Alle Angaben, wie wir sie aus dem Basisreport auch schon kennen. Jetzt noch eine weiteres Dokument, den Reflektor 1. Der auch hier als 3D dargestellt wurde. Das war halt das Geometrie-Echo oder Geometrie-Anzeige. Und last but not least die Verstärkungskorrektur. Wichtig zu dokumentieren, weil sie natürlich auch bestätigt, dass hier dieser Unterschied der Amplitude und des Reflexionsverhalten Abhängigkeit von dem Einschaltwinkel berücksichtigt wurde. Wir haben die ganze Tabelle und wir haben hier das entsprechende Bild. Auch das ist wieder ein Bitmap, das man halt mit Copy und Paste übernehmen kann. Ja, das zum Erstellen der Dokumente. Nun kann man das natürlich, wie gesagt, in sein eigenes Template übertragen, wie man das gerne möchte. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, dann melden Sie sich bitte unter info@united-ndt. Stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.